einer der wohl seltensten Fische am Moskitosee ist der Aaland. Immer wieder gesucht für den Ehrenfischer am Moskitosee. Moskitosee, die schwierigsten beiden sind Barsch und Aaland. Und hier teste ich einfach mal auf dem Aaland. Vielleicht geht da ja ein bisschen was. Also Sonnenaufgang hier oder noch nicht ganz. Wir haben gleich 4 Uhr in der Nacht und die ersten Fische gehen rein. Ein Aaland hatte ich gerade im Aufbau. Na guck, ein winziger Aaland hat sich auch schon verirrt. Und ich bin gespannt, was denn hier so geht mit den Aalanden. Ich habe es noch nicht probiert. Das ist jetzt quasi blind. Aaland ist ja für mich eigentlich ein Fisch, der viel mehr geboostet gehört. Das ist ein Fisch, da könnte man mal schön die Population anheben. Und dann lüppt das Ding auch vielleicht noch ein bisschen mehr. Denn schön mit 4 Kilo Trophy-Gewicht ist das halt ein idealer Fisch fürs Midgame. Und davon gibt es leider nicht so viele in der Gewichtsklasse. Deswegen ist es halt so schade, dass der so schwierig zu fangen ist und immer wieder so tricky zu bekommen ist an verschiedensten Gewässern. Der lief ja vor Jahren mal richtig gut an der Achtuba und mittlerweile halt, immer mal nur so als Beifang. Leider gar nicht mehr so richtig. Ja, jetzt gerade hier am Moskitosee, wie gesagt, absolut tricky, das Teil zu fangen für den Ehrenfischer. Also Trophäen, Moskitosee und dann hier alle Fische als Trophy abhaken. Also alle, die hier in diesen Fangbüchern dann so drinne sind. Und dann hier am Moskitosee ist es, wie gesagt, Aaland. Und Flussbarsch, das sind, glaube ich, die, die am schwierigsten sind. Alle anderen gehen immer wieder rein. Giebel und Karauschen gab es ja zurzeit immer mal wieder Hotspots, auch direkt am Eingangsbereich, da am Anleger. Schläfergrund, Rotauge, also das ist alles wirklich tatsächlich recht easy. Das kriegt man relativ schnell zusammen, aber die beiden, das ist eine Challenge. Aaland bei mir auch auf Maiskorn, schon lange her, hat es damals... damals damit gut funktioniert und so nimmt man ihn doch auch gerne mit, den Aaland. Schön feist, groß, kampfstark, so kann er doch gerne sein. Flussbarsch auf Tauwurm wird er ja viel beangelt. Klappt auch, hatte ich zuletzt auch nochmal wieder gefangen, aber eben hier auf Stinky Stick mit Vecchi-Rig-Montage klappt das auch immer wieder halt ganz gut. Ja, jetzt ist natürlich hier die Frage, läuft es und wann läuft der Aaland? Es zuppelt, es zuppelt, es zuppelt, es geht los. Das ist doch ganz gut. Gucken wir mal, wie das so größentechnisch jetzt so langsam ist hier in den Morgenstunden. Die Abendstunden, die Nacht über war hier nicht wirklich viel. Der nächste Kandidat, also 2 Stück hier schon mit über 1 Kilo. Soweit ist das gut. Futtermischer habe ich auch zusammengetüdelt. Die ist noch mal ein bisschen mehr abgestimmt auf Aaland bzw. auf Mais. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher mit der Location, weil wir haben hier schlammigen Untergrund anscheinend. Immer wenn man was auswirft oder einen Blei halt auswirft bzw. Was war das? Was war das? Runtergezogen? Die Schnur war locker? Spitze geht runter? Was geht jetzt ab, Game? So, direkt nochmal raus. Also schlammiger Untergrund. Das heißt, es sinkt ab. Und wenn man jetzt zu doll zieht, also zu doll die Schnur anspannt, dann zieht sich quasi die Spitze der Rute so runter. Deswegen jetzt auch hier nochmal mit der härteren Spitze unterwegs. Und ich hoffe einfach mal, dass das hier so ein bisschen besser gleich noch funktioniert, ohne dass sich da jetzt die Bleie oder jetzt der Futterkorb so sehr im Schlamm versenkt. Vielleicht muss ich doch noch ein etwas längeres Vorfach nehmen. Ich bin gerade hier unterwegs mit den Fiederruten. 9,2 Kilo Vorfach, aber eben nur 15 cm. Vielleicht gehe ich da gleich doch nochmal eindeutig länger rein. 30, vielleicht direkt verdoppelt, 30 cm länger. Wenn das hier wirklich so schlammig ist vom Untergrund, einfach mal testen, ob vielleicht ein längeres Vorfach dann noch besser funktioniert. Na guck, da zuppelt es dann doch wieder los. Aber die Wahnsinnsfrequenz ist es natürlich nicht, ne? Also es zuppelt ab und zu mal.
Ich meine, die Frequenz ist mir eigentlich fast egal, wenn ich auf Trophy bin. Entweder geht man auf Trophy oder man geht auf Masse und auf Silber. Jetzt in dem Fall wäre es halt ganz schön, wenn noch ein bisschen mehr Frequenz reingehen würde, weil der Fisch auch einfach lohnt und weil das ein sehr nicer Fisch ist. Schuppenkarpfen, jawohl, nehmen wir auch mit. Ich ändere hier jetzt mal das Vorfach. Und zwar gehen wir mal hier, soll ich mal ein bisschen brutal reingehen? Vielleicht tatsächlich auch nur, guck mal, jetzt haben wir hier nochmal 20 cm. Komm, ich nehme einmal hier 20 cm. 20 cm Vorfach, 11 Meter Clip, 11 Meter weit rauswerfen, so locker raus damit, jawohl, und gib ihm, so, bisschen lang ziehen wieder und dann gib ihm. Ja, von der Position, wenn man es noch nicht so ganz erkannt hat, ich glaube so ganz schwierig ist es nicht, wir sind hier kurz nach dem Campingplatz, auf 59, 77 kann das, genau, 59, 77. Ja, ich glaube, das geht hier ganz gut. Es ist ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen schwierig vom Untergrund her, aber dementsprechend testen wir jetzt einfach auch nochmal ein bisschen andere Vorfächer, vielleicht andere Vorfachslängen. Vielleicht auch einfach noch länger reingehen vom Vorfach oder auch gleich nochmal Fluorocarbon, schmeiße ich gleich auch nochmal drauf. Vom Setup, hoppala. Na guck, gerade ausgeworfen. Vielleicht ist doch 20 cm interessanter. Der nächste kleine Aaland. Mann, 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 Mann. Einserhaken, Maiskorn. Ja, so sieht das Setup aus. Futtermischel gucken wir uns natürlich auch gleich noch an. So, direkt wieder raus damit. Es sind ja nur 11 Meter. Da muss man auch gar nicht so weit aufladen und so doll rausballern. Ich glaube, ich wechsle hier nochmal die Vorfächer. Wenn das hier gerade schon direkt wieder geliefert hat, gehen wir hier mal auf 9. Haben wir hier irgendwo 9 Kilo. 60 Zentimeter, 9 Kilo. Ist das übertrieben? Egal. 60 Zentimeter Fluorocarbon, 9 Kilo. Gucken wir mal, vielleicht hilft das ja auch nochmal extra. So, raus damit. Und dann hier auch nochmal ein bisschen stramm ziehen und gucken, was noch so geht. Und der nächste Kandidat, fast 2 Kilo. Jetzt wieder auf ganz normalem Setup gewesen. Also das eine lasse ich noch so auf Karpfen-Setup quasi mit kurzem Vorfach. Und der Rest jetzt im Langtest. Weiter geht es hier mit dem nächsten Vorfach auf 20 cm. Also es scheint auf jeden Fall mit beiden Vorfächern zu gehen oder mit allen Vorfächern. Ich überlege, ob ich hier nochmal einen anderen Köder nehme. Maisbrei vielleicht auch einfach nochmal mit testen. Maiskorn, Maisbrei, vielleicht geht da auch was drauf. Oder es gehen gleich die Brassen drauf oder so. Die wollen wir natürlich nicht. Aber da wir ja komplett auf Mais sind und so auch mit der Futtermische, müssen wir natürlich gucken, was am besten geht. Haferflocke, Keks. Das ist Aaland Original. Also in die Original-Futtermische reinschauen. Wie immer auch gesagt, wenn man nicht weiß, wie man eine Futtermische zusammenbaut, dann guckt man sich hier die Original-Futtermischen an. Hier nimmt man dann den Aaland, nimmt sich hier die Basis als Haferflocke. Wir nehmen die Erbse oder wir lassen die heute mal weg, aber theoretisch könnten wir auch die Erbse nehmen. Wir nehmen den Keks. Sonnenblumenöl ist einfach nur neutral. Das können wir immer ersetzen und das bauen wir dann quasi um. Und das habe ich umgebaut in diese Version. Ist schon wieder bis Haferflocke, Keks, Erbse, da haben wir wieder die Basics, Maislikör, weil ja das Sonnenblumenöl neutral ist, also irrelevant. Nehmen wir hier Mais als Aroma, gehackte Würmer auch nochmal mit rein und Mais auch nochmal mit rein, weil wir ja hier auch auf Mais gerade komplett unterwegs sind. So, Mais als Basis übrigens eher nicht nehmen, denn dann hat man vielleicht noch eher die Schleien hier. Und vielleicht auch die Erbse doch noch rausnehmen, wäre auch nochmal eine Option. Und statt Erbse vielleicht doch nochmal eher was Süßliches nehmen. Vielleicht so in Richtung Biskuit, auch durchaus eine Option. Dann nehmen wir lieber Biskuit statt Erbse. Vielleicht sind dann weniger Schuppenkarpfen da. Also wenn ihr zu viele Schuppenkarpfen habt, dann vielleicht doch eher die
Erbse weglassen, weil das triggert auch gerne mal die Schubbis. Also ja, es ist Aaland da. Es geht ein bisschen was. Es ist aber auch, tja, weil es ja einer der schwierigen Fische ist hier an dem Gewässer. Das ist es ja nicht umsonst. Es heißt jetzt nicht, zack, hier hingehen. Easy peasy, die Trophy ist im Sack. Nee, es bedeutet natürlich trotz allem Sitzfleisch, lange sitzen, viel ausprobieren, mit ganz viel Geduld und natürlich auch noch verschiedene Wetterbedingungen ausprobieren. Denn es kann durchaus sein, dass jetzt vielleicht beim nächsten Mal Sonnenschein das viel besser geht oder viel schlechter. Oder dass demnächst beim Regenwetter es viel besser oder schlechter geht. Jetzt im Moment bewölktes Wetter. Da sieht das doch ganz vernünftig aus gerade. Ich bin schon ganz zufrieden. Es ist relativ warm. Also es gibt auch wieder kältere Phasen. Aber an und für sich ist es ja relativ warm. Bisschen bewölkt. Bisher ist es ganz okay. Gucken wir mal, ob sich da noch ein bisschen was tut. Na guck, ein paar schöne Brocken gehen doch noch rein. Und ich werde es hier auch gleich einfach noch ein bisschen weiter durchziehen. Ah, da haben wir so die Schleie. Gerade schon von gesprochen. Nehmen wir aber natürlich auch gerne mit. So, zack, wieder raus hier. Gleich auch mal das Futter wieder runternehmen. Dann ist, glaube ich, auch genug angefüttert hier. So zwischen 10 und 15 Futterbällchen für den Start. Das sollte gehen. Also 15 mal auswerfen und dann irgendwann vielleicht mal Futter runternehmen. Denn wir wollen ja auch nicht überfüttern. Na guck, jetzt auf dem Maisbrei bimmelt es auch gerade los. Vielleicht ist der Maisbrei ja auch nochmal der Burner. Vielleicht geht da ja auch nochmal ein bisschen was drauf. Ansonsten auch einfach mal reinschauen. Im Discord gibt es auch schon im Bereich Moskitosee ganz, ganz, ganz viele Spots. Immer mal wieder auch für den Aaland. Es gibt ja zig Stellen hier, wo man immer mal wieder auf den Aaland gehen kann. Alles klar, wie gerade schon gesagt, die Brasse. Also wir ändern sofort wieder auf Mais. Ja, wie gesagt, einfach mal im Discord schauen. Da sind ganz viele alte Spots und dann mit diesem Setup vielleicht jetzt mit diesen Aromen an diesen alten Spots auch einfach mal testen, ob da nicht was geht. Also es gibt verschiedene Stellen hier in dem Bereich. Ich glaube, hier unten war nochmal eine Stelle, hier oben war nochmal eine Stelle. Also es gibt mehrere Stellen. Einfach da mal im Discord gucken unter Moskitosee und abangeln. Toi, toi, toi. Viel Erfolg, dass euch hier der Aaland reingeht und ihr dann endlich den Ehrenfischer am Moskito abschließen könnt. Ja, ich habe das Ding. Bei mir geht es jetzt weiter mit der Belaya. Da fehlt mir zum Beispiel noch die Olle Güster. Da muss ich irgendwann mal rein. Oder auch der Schwarze Amor an der alten Festung. Auch das wird noch ein bisschen schwierig für den Ehrenfischer. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch und YouTube gleichzeitig immer ab 19 Uhr. Montags, Mittwochs und Freitags. Petri.